Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zum Euro Truck Simulator 2. Wir haben mal wieder einen wunderschönen LKW mit einem Krampe-Auflieger und ja, 20 Tonnen Wassermelonen. Ja, wir begrüßen erstmal Edeltraut. Ja, wir werden mal schön gemütlich, weil ja, der LKW hat irgendwas. Irgendwie gefällt der mir. Deswegen habe ich gedacht, na gut, holt sie mal wieder aus der Versenkung raus. Bist ihr am Grenzübergang? Und jetzt geht's erstmal Richtung Zagreb. War das so? Kann sein. Irgendwo hier im Osten fahren wir hier mal eine Strecke. Da kommen die anderen LKWs. Hilfe! Hilfe! So, wie schnell dürfen wir? 70 dürfen wir fahren. Wir haben 260 Kilometer auf der Uhr. Und dann schauen wir mal, ob wir da ohne Probleme unsere Lieferung abgeben können. Ja, ich glaube, mit so einem Anhänger fährt man üblicherweise wahrscheinlich nicht so eine weiten Strecken. Aber ihr könnt da mal irgendwo eure Erfahrung mal reinschreiben, ob es so sein sollte, könnte. Oh, ja, schauen wir mal. So, wir können wieder 80 fahren. Da fahren wir mal noch. Auch 80. Oben sieht man schon, wie er dann rußt. Da ist irgendwas nicht richtig, ne? Also ich denke mal nicht, dass in der heutigen Zeit so ein LKW so rußt. Vielleicht, wenn er mal ein bisschen kalt ist, ja. Im Winter, dass da mal ein bisschen was rauskommt. Aber so dunkel? Nee, nee, nee. Da ist wahrscheinlich, haben wir an unserem AdBlue-Gerät da ein bisschen rummanipuliert. Zeigt komplett voll an. Das wäre auf jeden Fall auch so eine Möglichkeit. Würde ich mir auch auf jeden Fall wünschen, wenn man jetzt vielleicht AdBlue nachtanken muss. Ja, wir haben ja jetzt die letzten Tage, also das Video, wo es darum geht, mit den eigenen Trailern. Das ist ja doch sehr gut angekommen, wo ihr eure Ideen auch noch ein bisschen zusätzlich verfasst habt, was ihr euch wünscht und. Also ist schon sehr, sehr viel gewesen. Vielleicht werde ich das ein oder andere dann nochmal als extra Video auffassen. So, oh, hier ist ein alter T3-Bus. War doch ein T3. Ja, oder? T4? Ne, T3 muss das gewesen sein. Gut. Siehst ja irgendwann nicht mehr durch mit den ganzen Zahlen. So, na los, dann fahre, du Ei. Wird ja mal Zeit. Da sind 7,5 Tonner hier vor mir. Ah, fett schon. Macht schon Laune hier mit so einem Gefährt hier rumzufahren. So, warte mal, der fährt hier weiter. Wir müssen jetzt langsamer werden. Na, fahre doch. Du Ei, fahre. Na. Oh, los, komm. Oh. Das war ja schon rotzfrech. Wir wollten die Volkspolizei vorlassen. Unseren Freund und Helfer. Ja, und das könnten wir... Das könnten wir heute doch mal als großes Thema nehmen. Nein, das mache ich mal ein andermal. Unser Freund und Helfer. Das könnten wir durchaus mal in einem anderen Video als Themenvideo nehmen. Aber... Da lag eine Katze. Nee, lag sie nicht. Aber da ist eine geile Schnecke über die Straße gelaufen. Nee, jetzt seid ihr mal wieder gefragt. Jetzt kriegt ihr mal einen ordentlichen Parteiauftrag. An euch. Wenn ihr dieses Video seht, dass Maximus wieder neue Themen beansprucht. Na, was ist denn los hier? Wird er mich anhalten? Will die Polizei mich anhalten? Will die jetzt abfahren oder was? Ne. Und zwar, neue Themen braucht das Land. Also ich will in Zukunft so machen, dass ich dann auch wieder neue Themen, mindestens ein Thema in der Woche, ja, besprechen werde. Ich werde vielleicht das Thema Polizei zum Freitag machen, wenn ich das nicht wieder vergesse.
So, das ist alles grün. Gut, dann fahren wir mal. Jetzt fahren wir ein bisschen Landstraße. Gut. Dass wir das als Thema machen und dann einfach Hashtag Thema, alles zusammen. Dann wird das so schön blau angezeigt, normalerweise. Und dann kann ich da auch noch mal ein bisschen die nach und nach abarbeiten. Was ist mit dem los? Der steht hier so ganz verwundert. Um dann mal zu über meine Sicht, also ich versuche immer so ein bisschen neutral zu sein bei gewissen Sachen. Zum Beispiel mit den Abbiegeassistenten, da bin ich jetzt mittlerweile nicht mehr so neutral. Da sind ja sehr, sehr viele Unfälle dieses Jahr passiert. Die sind wahrscheinlich auch in den anderen Jahren so häufig passiert, bloß jetzt ist es mehr so in den Fokus der Medien gerückt und die ja müssen natürlich irgendwo ein bisschen was berichten, wenn nichts zu gibt, ne? So Weltbewegendes, außer Donald Trump wieder neue Zölle machen. Das wäre natürlich auch wieder so ein Thema, dieser Handelskrieg. Das könnte man nehmen, könnte da reinschreiben, Hashtag Handelskrieg mit den USA. Das Hashtag Thema, du könntest ja den, wenn jemand das schon geschrieben hat, könnt ihr ja durchlesen, einfach den Kommentar einen Daumen geben. Ja, dann wird er dann ein bisschen höher gerankt. Dann braucht nicht jeder das irgendwie rein dödeln. Also die ersten kriegen die meisten Daumen. So, ja. So. Fahren wir mal schön gemütlich. Mal wieder Mercedes fahren, ne? Und dann auch noch eine andere Frage ist: Sollen wir jetzt noch auf der ProMods bleiben oder wollen wir uns in naher Zukunft die nächsten Tage mal auf eine andere Karte wieder umschauen, die wir bestreiten könnten? Dann Attacke Amerika, dann macht mal. Was ich aber jetzt mittlerweile mitbekommen habe, wenn ich jetzt zum Beispiel LKW-Mods zeigen möchte und dass das Spiel dann manchmal abstürzt, gerade in den LKW-Shop-Menü. Ja, ich sehe den neuen für die 1.31, neuen LKW-Mod, will dann rein, zack, Absturz. Vorher nicht, ich kann dann, sagen wir mal, will ich jetzt einen DAF haben, einen DAF-Mod, will den fahren und ich gehe dann rein in den DAF-Händler und dann kackt er ab. Das war damals noch ein bisschen anders. Naja. So. Komm rum. Nein. Nein. Uiuiui, ich habe oben den Spiegel vergessen. Ich sehe, wie weit ich hier ran fahre. Naja, es geht doch eigentlich noch, ne? Also muss ich sagen, das ist ja noch ein bisschen Platz. Ach, sieht doch in der Verbindung gar nicht mal so schlecht aus. Oder? Oh, der LKW cruist rum. Jetzt dürfen wir fahren. Ah, da vorne die nächste. Das ist schon wieder eine Ampel. Haben sie auf jeden Fall so geschaltet, dass ich dann gleich rum kann. So, die wollen alle nach rechts abbiegen. Oh, na schön. On the Road werden wir uns auch heute nochmal angucken, aber bezüglich der Map, weil wenn dann wirklich die 1.32 rauskommt, dann denke ich mal, ist das erstmal vorbei mit der ProMods. Und es soll ja angeblich August schon so sein, dass wir die 1.32 bekommen. Ich halte mich da jetzt mit meinen Vermutungen da raus, weil ich habe da keine Informationen. Wenn dann was ist, dann würde ich so schnell wie möglich dann einen Livestream machen. Mit euch das erkunden, wie die Städte vorher aussehen. Ist halt immer für mich dann ein bisschen schwierig, weil ich ja hauptsächlich mit der ProMods unterwegs bin oder halt auch mit anderen Maps. Dann nochmal diesen Standard gegenüber der originalen, überarbeiteten Karte, denn die wesentlichen Fakten und Änderungen zu sehen. Ne? Aber ich möchte auf jeden Fall nicht auf Standard in Deutschland rumfahren. Ne? Also Frankreich und
Italien, da fahre ich schon sehr, sehr gerne lang, alle beide. Dann kommt Skandinavien, muss ich ehrlich zugeben. Soll aber auch nach und nach. Soll, was ist denn los? Ach, 50 darf ich nur fahren. Aha, na heiliges Kanonenrohr, bin ich doch zu schnell. Wir haben noch 100 Kilometer. Das liegt ja, das wäre ja gut in der Zeit. Ach so, gut. So, jetzt geht's gleich wieder los. 80. Und lass den Tempomat machen. Der macht es schon irgendwie. Oh, ja, herrlich. Wow, heute wieder mein erster Arbeitstag gewesen. Also ich nehme das ja hier am Montag auf. War wieder schön, auf Arbeit zu sein. Und mein Arbeitskollege, der mich quasi in der Zeit vertreten hat, hat das eigentlich ganz gut gemacht. Oder auch hat er gut. So wie ich das haben wollte, hat das erledigt. So dass ich meine Akten jetzt alle nehmen kann. Nach und nach alles nochmal angucken. Bin gut vorangekommen. Passt dann schon. Uiuiui, bin ich ein bisschen schnell hier wieder. Naja, der federt dann ordentlich nach hier mit seinen großen Ballonreifen. Ja, los, komm. Zieh, zieh, zieh. Und dann wieder los. Also, ihr habt auf jeden Fall wieder die Möglichkeit, jetzt wieder ein bisschen mitzubestimmen. Bezüglich Themen und natürlich bezüglich der Karte, ob wir jetzt erst noch mal 14 Tage noch hier oben bleiben. Und wenn sich dann immer noch nichts getan hat, dass man sich denn auf eine andere Karte, die jetzt in der aktuellen Version noch funktioniert, ja. Klar könnte ich jetzt auch noch die Rust-Map zusammen reinmachen, die Südrust-Map oder was weiß ich, was alles jetzt momentan funktioniert. Ja. Ich gehe aber nicht auf die TSM-Map. Gefällt mir überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, ob die auf die 1.31 funktioniert. Kann ich euch gar nicht sagen. Könnt ihr mal schreiben, wer die jetzt momentan spielt. Oder vielleicht wollt ihr die ja trotzdem sehen. Aber erstmal so einen gewissen Feedback haben, welche Maps jetzt momentan laufen und dass ich das dann eventuell irgendwann mal in die ja, Umfrage mit reinkloppe, wo es darum geht, welche Map ich denn spielen könnte. Und dann suche ich auch nur die aus und nicht noch zusätzlich mit der Promo zusammen, weil ich kann sowieso nur an einer Stelle fahren. Entweder fahre ich in Russland oder fahre ich hier irgendwo in Spanien rum. Ja, das ist halt so. Hier ist schon wieder die Polizei, die wollen mich verfolgen. Die haben was gegen mich. Na, nichts Wirksames, ne? Ja, Aldi-Kombo könnte man eigentlich auch mal wieder fahren, ne, mit einem Aldi-Truck. Aber ich merke halt, viele Mods, die jetzt mal im Steam Workshop waren, kann ich jetzt in der 1.31 gar nicht mehr so richtig nehmen, weil die jetzt noch nicht aktualisiert wurden. Was ist denn hier schon wieder los? Ach, schon wieder 50 hier. Ja, jetzt hier wahrscheinlich die Berge hoch ein bisschen geht, ne? Aber ich würde auch sagen, die Auswahl an Fahrzeugen, die ich euch immer so präsentiere, ist eigentlich schon sehr abwechslungsreich. Ja, das würde ich jetzt einfach mal so von mir behaupten. So hier langcruisen mit 50. Warum? Straße ist nicht kaputt. Seitenstreifen ist auch da. Vielleicht die Mittel, dass hier in der Mitte irgendwie keine Schutzzäune sind. Weiß es nicht, warum ich jetzt hier 50 fahren muss. Naja.
Vielleicht werden sie hier oft mit der Polizei stehen und immer so schauen, wer denn so als Böses langfährt, den sie rausfischen können. So, gut, alles klar. Jetzt können wir schneller und jetzt geht's ab. Mit unserem Truck. So, los geht's, meine Freunde. Ah, muss die Polizei natürlich da auch langfahren. Wieso hält der jetzt hier? Jetzt fährt er also ein Hornochse. Wirklich. So ein Hornochse. Fahr ich gleich das Schild hier rum. So, ab mit dem Wassermelonen. Ich bin jetzt nicht so ein großer Freund von Wassermelonen, muss ich ehrlich sagen. Ich esse die zwar, aber dass ich die unbedingt jetzt haben muss, dann glaube eher so eine Honigmelone, ne? Die ist ein bisschen saftiger, so eine Wassermelone. Naja. Nicht. Fahren die wieder so langsam? Ja, der ist so ruhig, der LKW, dann kommt denn das gar nicht so richtig vor. Hätte ja lauter machen können. Naja. So wie bei jedem LKW den Sound umstellen. Er ist halt gut gedämmt. So. Alles klar, da vorne ist ein Kreisverkehr. Und na los. Wir haben ein bisschen viel Verkehr hier, oder? LKW wartet. Okay, jetzt ist hier. Der will jetzt hier rum. Na, fahr doch mal, du Ei. Na, ich warte aber sicherlich nicht. Der kann warten. So, der fährt da rein. Was ist mit dem los? Oh, sieht das schön aus jetzt, ne? Wie die Sonne so untergeht, wir müssen sowieso auf der anderen Seite. Ah ne, warte ich mal. Weil nicht, dass hier irgend so ein Trottel jetzt links abbiegen will. Aber nämlich wieder fünf richtig. Wenn ich mir den hier wieder angucke, der kommt auch nicht aus dem Tee. Na, jetzt lass mich rein hier. Der lässt mich rein, gut. Immer so ein gewisses Glücksspiel, ne? Na gut, alles klar. Danke dir. Ihr seid meine Freunde. Grüßen. Und dann sind wir schon hier. Schön. Das hat auch Spaß gemacht. Alles klärchen. So, Freunde. Oder meine Freunde der untergehenden Sonne. Die geht auch gleich unter. Wir machen Motor aus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und werdet viel in den Kommentaren reinschreiben oder da Kommentare liken. Ihr könnt natürlich auch das Video liken, alles kein Problem. Dass wir hier noch ein bisschen Abwechslung reinbringen bezüglich Karte und Themen. Ich mache jetzt aber erstmal einen Fisch. Wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bye bye.